Hallo und herzlich willkommen zu New Monday. Ich spiele das Spiel Instability Clicker. Schauen, wie weit wir da sind. Also wir waren bei Level 9 ja stehen geblieben. Und ich habe herausgefunden, wenn man nichts macht, es läuft einfach immer weiter. Also auch wenn du nicht online bist, es läuft trotzdem weiter. Eigentlich brauchst du nur einmal am Tag nachzuschauen. Schau mal, wie viel Geld du hier gekriegt hast. Und ja. Dann kannst du hier deine neuen Minions freikaufen. Wir schauen jetzt mal kurz nach einem guten Minion. Wie ging das? Rechtsklick, ne? Nee. Ach, nur so raufgehen. Nix klicken, nur schauen. Der macht DPS 211.000 DPS in der Sekunde. Komm, wir kaufen den einmal. Wir kaufen jetzt den. Also ich habe auch hier die weiter gelevelt gehabt, die ganze Zeit. So. Und ich habe, also eigentlich war man ja auf Level 8 gewesen. Ich habe einmal die Taste hier ausprobiert, das heißt, der rascht hier dann einfach durch. Und deswegen werde ich jetzt das drücken und schauen, wie weit wir kommen. Dann fangen wir mal an. Also den Boss habe ich gerade schon gar nichts mitgekriegt. Der ist schon kaputt. Level 12, Level 13. Ich habe den Sound weggemacht und ich habe das weggemacht, dass er immer so flackert, weil sonst erkennt man hier die Monster nicht richtig. Sonst ist einmal kurz das Monster da und weg. Also so wie jetzt, nur halt noch schneller. Deswegen habe ich jetzt bei der Einstellung halt Sound weg, sonst würde ich ihn mir nicht hören, weil ich kann die Lautstärke von dem Spiel nicht einstellen. Und die beiden Sachen habe ich weggedrückt. Ne, der war weggedrückt, ah, den habe ich weggedrückt. Die Effekte. Schon Level 22 war mal. Da seht ihr mal, wie schnell das geht. Ich kann schon mal meine Minions hier weiter ausbessern. Sollte alle so auf 446k machen. Sollte mal ein bisschen mehr. Dann muss der jetzt über 488 kommen. So. Und jetzt der hier ganz oft. Wieder was freigeschaltet hier. Schon Level 24. Aber jetzt dauert es schon wieder ein bisschen länger. Ohne Kiste. Kisten einsammeln sind auch ganz wichtig. Gibt es auch sehr viele Knochen, sag ich jetzt haben, oder Zähne. Level 25 im Boss. Da muss ich sogar jetzt klicken, um den schneller kaputt zu kriegen. Aber ich mache trotzdem hier erstmal erhöhen. Oh, zwei Erfolge. Ups, ein paar mal so viel. Und man muss dann auch hier immer die Fähigkeiten freikaufen, was ich auch nicht gemacht habe. Oh, ich glaube, das Spiel ist abgekackt. War ein bisschen viel gewesen gerade. Aber eigentlich braucht man sich die gar nicht freikaufen. Wenn du hier normal levelst, die Minions, die machen so viel Schaden. Ja. 511. Okay, jetzt habe ich kein Geld mehr. Jetzt muss ich ein bisschen klicken. Das sind schon Level 27. Man kann auch hier irgendwo klicken. Man muss nicht direkt immer das Monster anklicken. Man kann hier an der Seite irgendwo klicken.
Wenn ich jetzt auf Vollbild mache, dann seht ihr trotzdem nicht das Vollbild. Also wieder normal. Ja, okay, ein bisschen größer wird es. Allerdings wird die Maus nicht da angezeigt, wo sie eigentlich ist. So. Guck mal, wie viele Punkte jetzt schon ein Knochen gibt. Fast 31. Das ist doch heftig. Ja, mal schauen, wie weit ich jetzt noch komme. Also, ich weiß nicht, ein bisschen langweilig ist das Spiel schon. Da kann man eigentlich nicht viel machen. Außer hier ein bisschen umklicken. Dann kriegst du hier mal deine Knochen. Dann kannst du deine Minions ausbauen. Ja. Und das war's dann auch schon eigentlich. Das ist ein Minion von mir, das ist. Wer ist denn das? Oder ist das keiner von mir? Ich dachte mal, das wäre einer von mir. Weil er taucht ab und zu auf und dann macht er viel Schaden. Naja, egal. Ich denke mal, ich werde das bei nächsten Mal. Kann man ja nicht viel zu sagen. Hier ist die Liste. Hat immer so. Das sind 1000, Millionen, Billionen, Trillionen, Quadrillionen, Quadrill, was ist auch nochmal Quartillionen, Sextionen und so weiter und so fort. Kann man sich halt die Liste anschauen, wie die Reihenfolge ist. Das kann man groß größer machen. Einstellung, Sound, Musik. Na, was ist die Musik? Dauert immer ein bisschen, bis die Musik da ist. So, das war die Musik. Dann haben wir hier noch halt, dass automatisch immer weitergeht. Was ich ja jetzt, ne, jetzt drin habe. Habe ich auch so sehen, wir weggeschaltet. Buch, da kommst du auf der Internetseite, dann siehst du da ein paar Sachen. Das ist ein Shop, da kannst du Geld kaufen, also für Geld die Sachen hier kaufen, den grünen Diamanten, die ich bislang noch nicht gekriegt habe. Hier oben kannst du auf seinen Charakter gehen. Aber was ich da machen soll, weiß ich auch nicht. Vielleicht kommt das noch später. Also ich konnte mir auch so zwischen Mann und Frau. Ich habe halt den Kerl genommen. Hier oben, das sind die Minions, deine Kämpfer. Das sind die Erfolge, die du alle einfarmen kannst. Und hier steht halt, wie viel DPS du pro Klick machst und so weiter und so fort. Das kann man sich alles in Ruhe mal anschauen. Wie viel Monster man gekillt hat. Ja. Also. Eigentlich gesagt, kann man hier über die Spiele nicht mehr viel sagen. Das war eigentlich alles. Kann jetzt nur noch hier die ganze Zeit klicken, wie ein Verrückter, damit man die Monster schnell kaputt kriegt und schnell ins nächste Level kommt. Oder schnell an die Knochen kommt und seine Minions weiter ausrüsten kann.
511 haben wir hier, 533, 530. Ich noch einmal klicke, wenn ich mal, okay. So, mit dem mache ich jetzt über 598 und den jetzt über 518, 618. Den probiere ich jetzt 639, 639, noch ein, den über 670, 670, ah, da fehlt noch einer. Ja, schon wieder ausgegangen. Ein Boss ist das. Ja, los. Stirb, stirb. Und wenn man die ganze Zeit klickt, braucht man irgendwann mal eine neue Maus. So. Wieder anmachen. Den wollte ich noch einmal ausbauen. Und dann kannst du halt hier die Sachen, die Fähigkeiten nochmal alle freikaufen. Da machen die Minions mehr Schaden, oder bei der Fledermaus machst du mehr Schaden, weil die Fledermaus ist halt immer dein Schlag, den du machst. Das steht jetzt da auch. Wie komme ich bei den Bossen nicht weiter? Ich habe nur 30 Sekunden Zeit, um den kaputt zu kriegen. Aber das schaffe ich doch in 30 Sekunden. Nee, schaffe ich gar nicht in 30 Sekunden. Okay. Deswegen bricht er da immer ab. Gut zu wissen. Dann ist jetzt wieder der Outro-Dingens gestoppt, weil ich den Boss nicht geschafft habe. Jetzt muss ich halt meine Minions wieder weiter ausbauen. Ausbauen, das hört sich mal an. Da über 711. Ach komm, kaufen wir das noch. Das. Jetzt benutze ich mal hier die Fähigkeit. Da mache ich jetzt pro Klick, war das glaube ich. Ah ne, jetzt mache ich hier so mehr Schaden. Und den. Okay, über Auto einschalten. Bop. Vielleicht schaffe ich den ja jetzt, den Boss. Oh ja, das wird ganz knapp. Das wird ganz knapp. Ich schaffe das. Ich kriege den. Komm schon. Ja. Ich schaffe das. Mein Finger fällt gleich ab. Nein, ich schaff das nicht. Nein, das gibt's doch nicht. Habt ihr gesehen, wie knapp das war? So ein Mist. So. Ja. Ich würde mal sagen, dann lasse ich das jetzt hier weiterlaufen. Bis nächste Woche Montag. Schau, wie viel Geld ich dann habe. Oder wie viel Knochen ich dann habe? Kann das denn als Knochen sehen? So eine Person hat doch nicht so viel Knochen hier. 57.000 Knochen. Und das gleich 6-mal. Ja. Egal. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, das war's für heute.
Ich werde mal schauen, wie viel Geld ich dann nächste Woche habe. Ich denke mal ein bisschen mehr. Vielleicht werde ich dann nebenbei nur Musik oder den Sound laufen lassen und halt nichts sagen, weil das ist ja schon alles gesprochen, was hier über den Dingens zu sagen gibt. Also, dann würde ich erst mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn wir nächstes Mal wieder seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.